Did, Mila, did. Dun, 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 dun. Ja. Ey, okay. 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 Tasche gepackt, Essen dabei, ein Buch dabei für die Fahrt. Ein Jogginganzug darf nicht fehlen, muss bequem sein. Ab geht's nach Almburg. Hallo Kalifornien, hallo Vagina, hallo Washington, hallo Amerika. Wir hauen ab. Warum hauen wir ab? Es wurde uns einfach zu viel. Luisa ist schwanger, wir haben die letzten Wochen durchgearbeitet. Wir machen jetzt Urlaub. Wir fahren jetzt einfach weg, wir packen unsere Sachen. Ich bin schon dabei. Das ist Luisas Tasche. Keine Ahnung, warum sie diese 2-Euro-Latschen mitnimmt. Und das ist meine Tasche. Hey, wow. Ja, dann let's go. Wir gehen Urlaub. Ich bin so gespannt, wo wir hingehen. Ich sag dir, es wird voll schön, wo wir hingehen. Ich habe so ein Hotel ausgesucht. Was kein Hotel ist, das ist so eine Villa, keine Ahnung. Ich bin noch nicht fertig, Oldschool Baller wie Jim Jones, Million. Leute zahlen mir viele Millionen. Oldschool. Hör auf zu rennen, du bist schwanger, Mann! Komm rein. Luisa, wir sind seriöse Insta-Flänzer. Wir dürfen sowas eigentlich nicht machen mit lauter Musik und so. Hey, wa. Wir müssen tanken. Jetzt geht's los. Irgendwie ist heute warm. Wisst ihr, was wichtig ist, auch wenn wir nur eine Stunde fahren? Schuhe ausziehen. Hallo. Ich sag dir seit 5 Tagen. Sehr wichtig, Schuhe ausziehen, Bein strecken. It's important. Kannst du dich erinnern? Öl geht weg. Wir tanken jetzt. Na, tut mir so leid. Er muss einfach 5 Stunden durchfahren. Auf meine Hose, Öl. Geht es weg von den Klamotten? Nein. Was geht's? Natürlich geht's weg. Nein. Öl geht weg. Ja, Mann, auf jeden Fall so. Wir tanken jetzt erstmal. Ich hole mir gleich einen Ready Bull, natürlich. Ist noch nichts Spannendes, Leute, ist noch nichts Spannendes. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Da hatten wir noch ein Open. Ich vermisse die alte Zeit. Hey, wa. Wird der Höhepunkt unserer Illusionsnummer sein. Wir sind gleich da. Wie schön ist die Luft hier? Natur. Eine Perle der Natur. Okay. Soll ich sagen, hier ist Mr. Jindawi? Hey, hier ist Nada nochmal, Nada Jindawi. Gibt es eine Parkmöglichkeit bei euch? Ja, Sie können das Fahrzeug gerne bei uns vorne vom Haus abstellen. Ich packe das für Sie. Scheiße, er kommt. Ich habe schon meine Schuhe an. Wo sind wir hier gelandet? Ja. Hey, wa. Also, eins muss ich sagen, es sieht wirklich sehr schön aus. Wie in einem Märchen. Sogar mit einem Brunnen. Ich bin wunderschön auch so cool draußen, 32, 33 Grad, ist der Beheiz. Luisa, was ist das hier? Ehrenhoheit. Woher soll ich wissen, dass das Haus von Queen ist, von Deutschland? Hey, wa. Komm, wir gucken uns unseren Terrasse an. Da ist ein Pool. In der Nähe. Ich will gucken, ob das Wasser warm ist. Es ist warm, aber nicht, wie er gesagt hat, 32 Grad. Was redet er da? Ich teste nochmal. Kalt. Wann ist kalt? Geh mal, ich will nicht mehr hier sein. Wollen wir essen 20:30 Uhr? Wie 20:30 Uhr? Gibst du Abendessen hier, ja, oder was? Abendessen. Reservieren, Ete, Petete, Matete, Katete. So, denn Hoheit. Wenn ich hier bin, will ich nur Hoheit genannt werden. Hey, Restaurant hat noch bis 20:30 Uhr auf, hat er gesagt. Und oben sitzen alle mit Hemd und Anzug. Guck mal, mit was ich hingehe. Diesen Schuh hatte mein Lehrer an in 3. Klasse, bei Sportunterricht. Wo ich ein 2 bekommen habe in Sport, obwohl ich besser war als Ali. Luisa hat aber auch ihre Sportlehrerschuhe an. Ich sag dir so, wie es ist. Wir werden die perfekten Sportlehrer. Fehlt nur noch diese Pfeife. Ali! Tadel! Hey, wa. Okay, wir gehen jetzt etwas essen. Ich schwöre, hier sitzen 10 Menschen. Wie leise ist es? Wir sind auf diesem Modus. Wenn du furzt, jeder hört. Dann haben wir einmal das Bärenrankentörtchen. Das kostet 5 Euro.
Blüht nicht, ne? Nur die Erdbeere. Hey. Guten Morgen. Na, da ging es die Nacht gar nicht gut. Beweisfoto. Ich schwöre, Leute, er schläft einfach mit Augen offen, wie ein Psychopath. Frühstücken, ne? Mein Darling. You're looking pretty much, you're so beautiful. Ich schwöre, ich habe Obst bestellt für 28 Euro. Hätte ich einfach eine Banane mitgenommen, ja. Unser Frühstück ist angekommen. Wenn du für was Gutes Geld ausgibst, ist gut. Dann du sagst, okay, ich knick nur mit einem Fuß um. Aber wenn du für zwei Brötchen und ein bisschen Ei 30 Euro ausgibst, ist schon sehr schlimm. Ich würde in Ohnmacht fallen. Nach dem Essen jetzt ein Spaziergang. Ich sag dir ehrlich, ich vermisse Mamas Essen, ich vermisse die Matratze auf dem Boden, Mann. Sei mal ehrlich, wie viel Frühstück ich normalerweise? 3 Datteln manchmal. Ja. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch. Nein, im Ernst, ich kann morgens nicht so viel essen. Der Obstteller hat mich auseinandergenommen. Deswegen, wir laufen jetzt hier eine Runde um den See und dann, wenn ich an einer Ecke bin, wo keiner ist, kacke ich in den See. Okay. Wir sind einkaufen, dieses Hotel ist zu teuer. Wir klären unser Abendessen. Nein, Spaß, weil das ist nicht wegen Preis. Es ist so voll teuer und schmeckt nicht mal. Das ist das Ding. Wäre es teuer und es würde schmecken, wäre was anderes. Aber es ist teuer und schmeckt nicht. Deshalb, wir sind hier bei Edeka. Wir haben unser Abendessen klar gemacht. Was holst du, Müsli? Ah. Müsli als Abendessen? Also ja, was soll ich sonst machen? Willst du nicht Dings essen? Was? Kabeljaufilet? Hey, zurück in Berlin. Okay. Guten Morgen, Amerika. Guten Morgen, Jordan. It will be. I see. Das, was Sie hier sehen, ist das, was ihr braucht. Das, was Sie hier sehen, ist das Geheimnis, was Sie schon immer wissen wollten. Ihr habt uns jetzt schon so oft gefragt, was das für eine Bowl ist, die wir immer essen. Das Problem ist, man kann es euch nicht einfach sagen, weil es die Bowl eigentlich noch nicht gibt. Die Bowl kann man in einem Laden kaufen, aber diese Bowl gibt es nicht auf der Karte. Es war ein Zufall. Ein richtig krasser Typ hat einfach eine Zaubersoße ausprobiert. Und dann kam Schicksal dazu. Ich bin an dem Tag in den Laden, habe diese Soße probiert. Das ist die Soße hier oben. Die schmeckt wie Fruchtzwerge in gesund. Und das hat er dann gemixt. Und dann ist die Jindawi Bowl entstanden. Das heißt, nur wir wissen, wie die Jindawi Bowl schmeckt. Und wenn ihr am Donnerstag vorbeikommt, wisst auch ihr, wie die Jindawi Bowl schmeckt. Wow! Wow, wow, wow! Hey, wow. Donnerstag. Okay. Heute ist es soweit. Wir sehen euch heute. Wir treffen euch heute. Wir genießen die Bowl heute zusammen. Wir haben jetzt 9 Uhr. Auch wenn wir später genug Bowl essen werden, ich brauche erstmal ein gutes Frühstück. Und ich weiß, ich esse die Bowl auch zum Abendessen und manchmal auch zum Mittagessen. Aber Frühstück ist am besten. Wir holen uns jetzt 2 Bowls und heute um 15 Uhr sehen wir euch. Das heißt, wenn ihr diesen Vlog seht, haben wir uns schon lange gesehen. Ey, meinst du, wir sind süchtig danach? 100%, ne? Wie lange essen wir das schon? Du isst es sowieso 2-3 Mal am Tag gefühlt. Meinst du, es wird denen schmecken? Ich glaube, das wird denen so krass schmecken. Und vor allem, es ist einfach gesund. Weißt du, wie ich meine? Man hat einfach kein schlechtes Gewissen. Lass die giftgrünen Blüten glühen in der Kehle. Denk mir, deutscher Rap ist eigentlich nur meine Deko. Was machen wir heute? Wir essen die Jindawi Bowl. Ey, meinst du, es sind viele da? Weiß ich nicht, Wanda. Kann ich nicht einschätzen. Dadurch, dass es mitten in der Woche ist und um 15 Uhr, glaube ich nicht, dass so viele kommen werden. Aber wir lassen uns überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Jindawi Bowl euch schmecken wird, weil die ist einfach unglaublich. Sie ist unglaublich von anderen Europa. Jindawis, wir sind unterwegs. Die Familie hält zusammen, die lassen uns nicht im Stich. Leute, ich schwöre, ich bin so aufgeregt, ich habe das Gefühl, das Kind springt gleich raus. Es war anstrengend, aber ich bin einfach glücklich. Hat richtig Spaß gemacht. Donnerstag, 15 Uhr. Die Leute haben Schule, wir sind mitten in der Woche. Und trotzdem schaffen wir es, 2000 Leute zu kommen. Wisst ihr, was 2000 Leute sind? Ist 1000 mehr als 1000. Ist 1500 mehr als 500. Und wie viel mehr als 1 sind 2000 Leute, Mila? Wie viel plus 1 musst du rechnen, damit du auf 2000 kommst? 1 plus wie viel?
6.000. 6.000. Danke an alle, die da waren. Wir warten jetzt auf eine Rückmeldung, ob wir es auf die Karte geschafft haben. Ich hoffe, eigentlich muss, nach dem, was die Jindawis abgeliefert haben. Aber das werden wir erst in den nächsten Tagen erfahren. Drückt uns die Daumen. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid eingeschlafen.